Du möchtest diesen Sommer ein Glow-Up haben, aber nicht nur äußerlich, sondern auch intellektuell. Du möchtest nächstes Schuljahr richtig durchstarten und vielleicht sogar einen 1,0-Durchschnitt schaffen. Und du bist bereit, dafür was zu tun und diesen Sommer den besten Sommer deines Lebens zu haben. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Lara und ich bin obsessed damit, mit euch meine Tipps zu teilen, mit denen ich es geschafft habe, einen 1,0-Durchschnitt zu erreichen. Und diesen Sommer, Leute, schaffen wir es zusammen, okay? Erstmal, im Hintergrund ist ein bisschen hässlich. Soll ich ein bisschen ranzoomen? Keine Sorge, es geht nicht darum, die ganze Zeit in den Ferien irgendwelche Schulbücher zu wälzen. Ich habe meine Schulbücher auch schon hier versteckt und ich werde sie nicht anfassen in den Ferien, denke ich zumindest. Sondern es geht darum, das Weiterbilden und das Wachsen zu lieben. Und mit Wachsen meine ich nicht die Körpergröße, sondern das intellektuelle Wachstum. Self-Growth. Ja, Mann. Hier mal ein paar Gründe, warum ich Lernen liebe, die dich vielleicht auch inspirieren könnten. Ich habe ein großes Ego und ich mag es jetzt, mir Dinge zu beweisen. Und ich möchte eigentlich nur einen 1,0-Schnitt beim Abitur erreichen. Einfach nur, damit ich mir zeigen kann, dass ich es kann. Es ist so eine Challenge für mich einfach. Ich möchte es mir selbst beweisen. Also meine eigene Challenge, mein eigenes Wohlbefinden, mein eigenes Ego. Ego is the enemy, oder? Ja. Ich möchte lernen, diszipliniert zu sein. Und in diesem Sommer werden wir das definitiv lernen. Gerade beim Bücherlesen wegen verschiedene Denkmuster, die uns auch in anderen Lebensbereichen sehr helfen können. Bessere Bildung kann zu besseren Noten führen. Das kann auch zu mehr Chancen in der Zukunft führen. Du hast einfach mehr Freiheiten, dir nachher auszusuchen, was du machen kannst in deinem Leben. Du hast einen Impact auf der Welt. Denn wir wissen alle, Wissen es macht, beziehungsweise angewandtes Wissen es macht. Und wenn du mehr weißt, kannst du dementsprechend auch mehr verändern auf der Welt. Und letztendlich, was ich super cool finde, ist, wenn wir Menschen connecten zu können. Weil ich meine, Leute, wir sind hier, guckt uns an. Wir sind hier, wir sind alle Leute, die Self-Growth supporten. Und man kann sich mit mehr Leuten connecten, mit mehr Leuten sich austauschen, hat interessante Gesprächsthemen. Es ist einfach toll. Ich war früher auch eine Person, die meinte, dass sie Lesen hassen würde und einfach keine Person sei, die gerne lese. Du musst einfach dein richtiges Genre finden. Als ich Bücher gefunden habe, die mir wirklich Spaß machen, habe ich angefangen, stundenlang am Tag zu lesen, was ich früher nie geglaubt hätte. Aber wirklich, jeder kann lesen. Jeder kann lesen mögen, wenn er die richtigen Bücher findet. Ich habe ganz, ganz viele. Und in der Videoreihe wird es auf jeden Fall viele Bücherempfehlungen geben für jeden von euch. Halt doch mal hier. Schritt Nummer 1, wie du den besten Sommer hast, ist erstmal deine Ziele festzulegen. Wenn wir am Ende des Sommers etwas erreicht haben wollen, müssen wir einfach vorher festlegen, was das sein soll. Wenn man kein Ziel hat, wird man es nicht erreichen. Das ist logisch, oder? Und deswegen habe ich mir schon bei Notion eine Seite gemacht mit meinen Zielen und meinen Vorschlägen für meinen Sommer, was ich gerne machen möchte. Und damit wir uns gegenseitig accountable halten, kann ja jetzt jeder mal seine Top 3 Ziele in die Kommentare schreiben. Ich sage euch bitte, setzt euch einen Fokus. Wenn man sich keinen Fokus setzt und 20 Ziele hat, es geht nicht. Es ist unrealistisch und dann wird man demotiviert. Deswegen 1, 2, 3, vielleicht 4 Sachen, aber das war's, okay? Okay, Leute? Ja. Ich möchte auf jeden Fall die Smart Girl Summer Reihe hier bei YouTube erfolgreich durchstarten und hoffe, dass ich sehr viele Leute kennenlerne und euch motivieren kann und wir eine gute Community werden. Das ist mein erstes Ziel. Ich möchte zum Beispiel besser in Spanisch werden. Ihr sitzt gerade auf meinem Spanisch-Heft drauf, weil ich mache wahrscheinlich Spanisch-Abitur und ich liebe die Sprache. Ich möchte einfach besser in Spanisch werden. Nicht nur für Abi, sondern generell. Und dann möchte ich meine Seminararbeit anfangen. Ach ja. Da freue ich mich aber echt drauf, weil ich habe ein wirklich interessantes Thema. Zweitens habe ich aufgeschrieben, dass ich mir gerne mehr Berlin angucken würde, weil ich wohne ja in Berlin, aber ich kenne Gefühle richtig wenig nur von Berlin. Und da möchte ich gerne Siderunning machen, also joggen und halt durch Berlin rennen und wieder die Sachen angucken. Bisschen sportlich muss auch sein. Wenn wir jetzt unsere Ziele formuliert haben und wissen, was wir machen wollen, brauchen wir meiner Meinung nach... Ist jemand zu Hause? Nee, oder? Wenn wir jetzt unsere Ziele haben, brauchen wir logischerweise einen Plan für die Ziele. Was aber auch sehr wichtig ist, ist meiner Meinung nach unsere Umgebung. Weil kennt ihr das, dass ihr nicht anfangen könnt zu lernen in eurem Schreibtisch, wenn dieser unaufgeräumt ist? Das bin so ich. Und deswegen habe ich angefangen, mein Zimmer ein bisschen auszumisten, mein Bücherregal auszumisten, meinen Schrank auszumisten und alles wieder ein bisschen clean zu haben. Die lieben Clean Girls, Hammer. Clean Girl Aesthetic, whatever. Frühjahresputz nennt man es auch. Und was dann eben noch super wichtig ist, ist Accountability. Also sich zur Rechenschaft ziehen, was erstmal ziemlich komisch klingt. Keine Sorge, keiner wird euch verklagen, falls ihr die Challenge nicht durchzieht. Aber es wäre vielleicht gut, sich ein bisschen Druck aufzubauen, weil ich selbst von mir kenne, dass ich einfach aufhöre, wenn ich nicht so ein bisschen Druck habe. Und wenn ich nichts zu verlieren habe, dann mache ich die Sache auch eben nicht. Und deswegen müssen wir uns eine Sache überlegen, die wir zu verlieren haben. Über Geld können wir vielleicht noch hinwegschauen. Eine Sache, die vielleicht noch schmerzhafter ist zu verlieren, ist unsere Ehre. Und deswegen liebe ich das Konzept von Accountability Buddies. Ich habe einen Freund, der wohnt in Hongkong, also sehr weit weg. Und wir sind seit einem Jahr mittlerweile Accountability Buddies. Das heißt, wir schicken uns jeden Abend unsere To-Do-Liste.
Ich krieg seine, er kriegt meine. Und am nächsten Tag müssen wir uns eben schreiben und schildern, ob wir diese Sache erledigt haben oder eben nicht. Und an sich ist es auch egal, wenn ich es nicht geschafft habe. Weil ich meine, es juckt ihn ja nicht. Er würde mich ja nicht verklagen, würde mir kein Geld wegnehmen, bla bla bla. Aber ich mag es einfach nicht, weil wir haben gerade schon über die Ego-Sache geredet. Es ist nicht schön, was zu sagen oder nicht zu tun. Man muss Versprechen auch mal einhalten. Und deswegen finde ich diese Sache total cool, Accountability. Ich habe auch schon vor einigen Monaten einen Aufruf dazu gestartet, dass ihr selbst eure Buddies findet. Aber natürlich jetzt Smart Girls Summer, neue Chance, neuer Sommer. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch nach Sunny Buddies sucht. Vielleicht können wir auch noch eine Gruppe aufmachen bei Instagram oder so. Und ich hoffe, dass wir sehr connecten werden innerhalb der Community. Ich habe auch schon bei einigen YouTubern... Oh mein Gott, ich bin so nah dran. Ich habe auch schon bei einigen YouTubern gesehen, dass sie... Zum Beispiel bei Annie Long. Sie macht es zum Beispiel so, dass sie jeden Morgen eine Deep Work Session hat und jeden Morgen mit einem Freund zusammen lernt. Und wenn er nicht erscheint, muss er ihr $50 zahlen. Wenn sie nicht erscheint, muss sie ihm $50 zahlen. Das finde ich für mich persönlich ein bisschen zu krass, weil ich möchte nicht so einen krassen Druck haben. Falls ihr das machen wollt, dann macht das zum Beispiel gerne. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen einfach mal gucken, was für dich funktioniert und wie viel du bereit bist zu riskieren oder zu geben. Was mir noch richtig wichtig zu sagen ist, ist, dass das Ganze nichts Gezwungenes sein soll. Natürlich wollen wir hier lernen, diszipliniert zu sein und Dinge auch durchzuziehen, auch wenn wir vielleicht morgens nicht Bock haben, gerade aufzustehen um 5 Uhr morgens oder so. Aber falls du deinen Sommer anders gestalten möchtest, dann mach das. Dann mach das auf jeden Fall. Diese Challenge wird natürlich auch nicht einfach sein, weil wir uns teilweise auch eben zwingen müssen, dann eben morgens aufzustehen oder so. Aber das Ganze soll nicht für jemand anderen sein, sondern nur für dich selbst sein. Deswegen finde ich eben auch den Smart Girls Hammer bisschen cooler als andere Formate, die eben auch über Glow-Ups reden, weil ich finde, dass einfach Wissen und Bildung eine Sache ist, die nicht weggenommen werden kann. Bildung wird immer dir selbst helfen und du wirst davon immer selbst profitieren. Es kann dir keiner wegnehmen. Es geht nicht darum, jemand anderem zu gefallen oder dein Leben irgendwie aufzugeben. Im Gegenteil, es geht darum, dich selbst weiterzubilden und dein Leben somit zu verbessern. Und es ist auch egal, wie alt du bist, du kannst genau jetzt damit anfangen. Und ich hoffe, du bist dabei. Auf einer meiner Plattformen, also TikTok, Instagram oder YouTube, wird auf jeden Fall jeden Tag was online kommen. Also abonniert gerne bei diesen drei Plattformen rein und dann sehen wir uns jeden Tag eigentlich. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr Kommentare schreibt und sagt, was bei euch gerade so abgeht. Ich mache öfter mal Livestreams bei TikTok und ich mag es immer sehr, mit euch dort zu quatschen. Es freut mich so, dass du dabei bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Adios!